Was geht, Freunde der Außenwelt? Wir switchen rüber und let's rock! Ich glaube, das könnten wir dann, glaube ich, nur im ersten Teil geschaut, ne? Man sieht hier, was er angesprochen hat, das kein Obst nicht im Haus haben, obwohl man sieht, es ist Obst im Haus. Ja. Gucken Sie sich auch auf Schlag den Rab? Ja, ha. Gucken Sie das gerne? Nee. Warum nicht? Arbeit. Arbeit? Ja, ha. Ja, aber wenn sie da mal mitmachen würden... Aber wieso freut er sich drauf, wenn er es dann doch nicht guckt, weil er arbeitet? Könnten sie ja momentan 2 Millionen Euro gewinnen. Ja? Ja. Ja. Hast du einen Migrationshintergrund? Nein, ist einfach so eine weiße Wand, weil wir sind neu ausgezogen. Wir sind neu ausgezogen. Vor allem, was sollten meine Leute? Zugeschlagen, Lösung bitte. Ja, Habicht, so. Hier ist es leider nicht, aber gute Antwort. 3, 2, 1, 6, wenigstens hat Habicht ein H. Wenigstens hat der Anrufer das richtig gemacht. Ich habe hier die Lösung auf dem Zettel stehen, da können Sie mich... Habicht hat 2 H. Das werden wir jetzt, ich bin schon genauso blöd. Genauso blöd bin ich. Wir fühlen uns nicht besonders nervös. Aufgeregt? Nee, nein. Aufgeregt nicht. Nein. Wir freuen uns. Wir freuen uns. Ja. Schauen wir mal, was wird. Was wird? Was war das denn? Das war's von hier oben. Ich sag danke und gebe ab zum Kollegen am Spielfeldrand mit ersten Stimmen zum Spiel. Woran hat's gelegen? Hajo, woran hat's gelegen? Das ist natürlich immer so die Frage. Ich sag natürlich immer, woran hat's gelegen? Da fragt man sich nachher natürlich immer, woran gelegen hat. Ich sag immer, woran gelegen hat, frag ich immer. Das klingt so nach einem klassischen South Park-Witz, muss ich sagen. So drumherum reden. Woran hat sie lehnen? Na gut, sag mal so. Woran hat sie lehnen? Die Folge mit den mit der Kotstulle und den Rieseneinlauf. Genau, da war es ja auch, wo die Kotstulle und der Rieseneinlauf nur um die Frage drumherum redet. Da sagt man nachher natürlich immer, fragt man sich, woran hat sie lehnen und... Fragt man sich immer, woran es gelegen hat. Legenden besagen, dass heute noch keiner weiß, woran es gelegen hat. Und jetzt? Wieso hat er das Mikro... Ich höre das Telefon klingeln. Ja, ich auch. Aber warum hat er das Mikro in der Glas? Da kommen schon wieder private Nummern hier rein. Ich habe gesagt, die sollen es nicht machen. Ja, wem hast du es gesagt? Dem. Hört auf anzurufen. Mein Vater ist sauer. Hört auf. Komm, mach das alles sofort aus. Aber wieso hat er überhaupt seine Nummer? Hä? Mach das alles sofort aus. Wir sind jetzt hier am Green Lake und den finde ich persönlich ziemlich fresh. Einfach die Optik, Freunde. Wenn du ihn auslachst, wenn er Zahnschmerzen hat und deswegen weint, weil es super weh macht. Zahnschmerzen. Weil es super weh macht. Okay, ich glaube, das habe ich noch nicht verstanden. Ich weiß es jetzt nicht, weil das, glaube ich, so weit noch nicht drin war. Aber wer sagt denn, weil es weh macht? Wie alt sind die? Sind die 6? Sind unglaublich. Alter, er hat mich von 1,50 Meter und Kante runtergeschmissen. Und da hat er gelacht, als ich geholt habe. Also erzähl mir nicht von Zahnschmerzen. Ja, recht hatte, ja. Im Herbst wären Regeländerungen zwar dringend nötig, doch dafür hat Nathalie keine Zeit. Sie okay. möchte Tauschmann Christian beweisen, dass sie sehr wohl ihren haushaltlichen Pflichten gewachsen ist. Doch Christian macht eine grausame Entdeckung. Oh, was ist das? Oh, hat sie mein Brettchen kaputt gemacht? Doch, das. Ja, aber wer dreht auch so durch wegen so einem brilligen Teddy-Brettchen, Alter? Die Sendung war aber auch total brüllen, aber wie läuft das überhaupt noch, Alter? Wegen seinen Kotbrettchen. Na gut, das wahrscheinlich schon. Das war bloß ein lumpiges Brettchen. Das ist bloß ein Brettchen, ja, ich weiß. Aber sie hätte mir auch das sagen können, wenn es beim Abwaschen kaputt geht. Es wird nicht einfach was Müll schmissen, was ich nicht weiß. Ich hau dir ein neues, dreh nicht ab. Das ist nur ein Brett. Ich wollte es dir. Das ist mein Inventar. Dieses Brettchen hat 2,50 Euro mich gekostet. Für mich ist das viel Geld. Hast du irgendeine Ahnung, von wem dieser Zettel sein könnte? Ja, aber ich bin sie nicht. Bist du die Junge 14? Okay. Krasse Stimme. Oh, hier fehlt der Sound. Aber ich glaube, das kennen wir, ne? Aber ich kenne, glaube ich, nicht das Ganze. Das geht länger.
Ich habe auch nicht irgendwie auf Mute gedrückt. Nee, habe ich nicht. Gut, okay. Dann ist wohl von YouTube entfernt worden. Darunter viele Flüchtlinge, können so gut wie gar nicht schwimmen. Okay. Viele Nationalitäten, viele Sprachen. Das macht die Verständigung nicht leicht. Das stimmt. Eben wäre er gerade untergegangen beinahe, oder? Aber wieso gehe ich denn ins tiefe Wasser oder ins Schwimmbecken, wenn ich nicht schwimmen kann? Ja, ja. Wie war das? Das ist ja schon. Ach, deswegen, ja. Ich glaube, das kennen wir auch. Nee, hinschicken, ja. Zurückziehen. Also da solltet ihr auf jeden Fall Köpfchen benutzen. Zudem müsst ihr auch die komplette Karte von Rise of Kingdoms euch erstmal freischalten. Nämlich alles ist in dichte Nebel gehüllt und ihr müsst erstmal... Ich bin ja echt Fan von Bier. Wie war das gerade mit Köpfchen benutzen? Bratwurst, auch mal dunkle Schokolade, Ferrero Rocher, was Rustikales, Schnitzel und Spargel, durchaus eher Team Popcorn und natürlich sehr gerne Wildfleisch, Bratkartoffeln, Salami und ein bisschen Schinken, aber auch... Bratkartoffeln, Salami und Schinken. Gutes Mittagessen. Nachos zu haben, Speckbohnen mit Butter. Ich würde sagen, eine meiner Lieblings-WhatsApp-Gruppen ist die WhatsApp-Gruppe Würstchen-Gulasch. Erst... Wenn die Reizgasanlage mit ihrem eigenen Bewegungsmelder eine Bewegung erkennt, erst da wird Gas freigesetzt und vertreibt natürlich oder zwingt den Täter zum Rückzug. Und jetzt kann ich hier auch einen Alarm simulieren und Sie werden hören, wie die akustische Warnung klingt. Und wie erkennt es, dass ich nicht der Täter bin, sondern der Besitzer? Lassen Sie sofort den gesicherten Bereich, sonst wird Gas freigesetzt. Bei der Stimme würde ich mich aber als Täter kaputt lachen und nicht wegrennen. Also nicht bei der Stimme, sondern auch, aber bei der, wie das gesprochen wurde. Übernommen oder die Teilhaberschaft gekauft. Ja. Und naja, und dann nach 2 Monaten waren es eben 27 da. Und das hat ja auch irgendwo eine Herausforderung in gewisser Weise, oder? Ja, natürlich. Hast du ein Problem? Geh weiter. Hat er die mit Innie Shepard? Ja, wir drehen hier, Mensch. Geh mal beiseite. Das war früher das Hotel Hacker. Das ging die Treppe hier hoch. Das ging die Treppe hier hoch. Und da habe ich oben im ersten Stock gearbeitet. Und das war eigentlich mein zweiter Laden. Und ja, lässt du mal den Bus durch? An. So, komm weiter hier. Nett. Ausnahmezustand am Morgen in dieser Schleckerfiliale in der Wilhelmsdorfer Straße. Das Rentner Ehepaar Thiele kauft den Laden leer. Ey, aber ich muss ehrlich sagen, ich war immer nur bei Schlecker drin, um diese kostenlosen AOL-CDs zu holen, die ich mir dann zu Hause an der Wand gemacht habe. An die 100 Packungen Toilettenpapier und Küchenrollen werden gehamstert, das komplette Lager wird geplündert. Porsche Panamera, der Hammer! 15.000 Euro im Monat! Danke, Mann! Die Gruppe ist das Geilste! Vor einem Jahr habe ich angefangen mit dem Trading und jetzt schaue mich an, jetzt fahre ich in Porsche Cayman S. Porsche Cayman S, Jungs! Geht sehr überzeugend. Jawohl, ja! Geil, Mann! Geil, 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 geil! Das ist das Beste, was du machen kannst. Alles! Glaub mir, Leute, Trading hat mein Leben verändert. 15 Riesen! Richtig geil! Einfach bei WhatsApp schreiben. Es geht direkt ab. Also ich kann nur jedem empfehlen, das zu versuchen. Das ist kinderleicht und der Erfolg ist ja offensichtlich. Da wäre jeder schon reich, Alter. Das ist Knoppers, die gute Milchhaselnussschnitte. Knusprig leicht und knopperfrisch. Okay. Knoppers, das Frühstückchen Knoppers, ein Frühstückchen Knoppers, das Frühstückchen knusprig leicht und knopperfrisch. Knoppers, das Frühstückchen. Das kenne ich so gar nicht. Wie war das immer? 9:30 in Deutschland war das doch immer, ne? Die kenne ich zum Beispiel. Knabbers, 9:30 in Deutschland. War das mit Knabbers? Doch, ich glaube schon. Der Feind! Der Feind. Jetzt komm laufen, du Fauch. Jetzt komm laufen, du Fauch. Hat er beim Sprechen kurz seine Nase verschluckt? Der Erzfeind? Komm geh, du Vogel! Komm geh, du Vogel! Oh Mama, ich glaube, ich muss noch mehr von diesen Dings angucken, best of. Von diesen Adlerson. Ja. Ich hoffe, euch hat das Video so gefallen wie mir. In diesem Sinne verabschiede ich mich und bin damit raus.